Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier zu Final Fantasy 16. Wir haben in der letzten Folge einen epischen Kampf zwischen Phönix und einer Esper des Feuers gesehen, die wir auch schon im Intro gesehen haben, beziehungsweise im ersten Part. Und ja, da haben wir festgestellt, dass es einen grausamen Verrat der Herzogin gegeben hat, dieser Herzogin Annabella oder wie die hieß. Also eine sehr, sehr eigene Persönlichkeit, wenn ich es mal höflich ausdrücken soll. Ihr könnt mir gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, vielleicht auch ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn es zeigt mir dann auch, dass das Projekt oder das Let's Play gut ankommt. Die Pfade sind alle zerstört. Hier rauszufinden wird die Hölle. Wenigstens gilt das Gleiche für deren Armee und ihren Dominus. Boah, schaut euch mal die Eissplitter hier an. Unglaublich cool gemacht. Oh, lauf dann nicht so schnell davor. Ich will doch auch noch hinterherkommen. Da sind sie. Ich sehe es. Tja, Titan scheint die Eisernen ganz schön zugerichtet zu haben. Aber wo ist der Rest? Das kann nicht alles sein. Warte. Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Das ist sie. Der Dominus. Bist du sicher? Die kristallene Orthodoxie ist eine abergläubische Religion der Extreme. Bei den Eisernen wird gelehrt, dass Domini unreine Wesen sind, in Sünde geboren. Nur ihren Priestern ist es gestattet, sie zu erwecken. Und da sind eine Menge. Bringen wir es hinter uns. Schwingskat! Adioninir Sagarin! Salvation now, King. Alad Scully asked. Lass das mein Ende sein. Na, kommt ihr euch nicht so ein bisschen bekannt vor? Erwiss. Lust auf etwas Eisenblut? Immer. Wyvern. Kümmer du dich um das Ziel. Verstanden. Kommt mir sehr bekannt vor. Mal, wir wollen mal kurz was gucken. Hier noch ein paar Fähigkeiten. Magiebombe. Perfektes Ausweichen.
Interessant. Die Musik ist wieder total episch. Was sollen wir tun? Boah, unglaublich coole Eismagie. Aber die Synchronsprecherin kommt mir übrigens auch sehr bekannt vor. Das ist nämlich Maria Koschny, die auch die Lara Croft gesprochen hat in Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Nur mal so als kleine Hintergrundinfo. Und ich finde die echt gut, die Sprecherin. Boah. Oh, hier ist es. Boah. Sie tot? Ich glaube nicht. Los! Worauf wartest du noch? Nein, nein, das... Nicht du. Nicht hier. Dann mach ich das halt! Boah, Volltreffer. Erledigt. Sie wollen den Dominus räubern. Was zur Hölle tust du da? Lord Ohinda Vedra! Beweg deinen Arsch hierher und hilf mir, verdammt nochmal! Verzeih, Jeff. Okay, killen wir erstmal diese. Der Dominus. Ich kenn sie. Du kennst sie. Wach auf, Soldat. Glaubst du, das interessiert hier jemanden? Reiß dich zusammen. Erledigt. Das wäre erledigt. Befolge mein.
ein Befehl, Wyvern. Schlag ihr den Kopf ab, ohne Widerrede. Ich kann nicht. Und werde nicht. Du willst das Kaiserreich verraten? Verrat? Eurem Kaiser hab ich nie die Treue geschworen. Ihr habt mich vielleicht gebrandmarkt, aber nicht gebrochen. Ich kämpfe nur für mich. Du meinst, das tue ich nicht? Wenn diese Mission hier fehlschlägt, dann rollen unsere Köpfe! Also holst du jetzt ihren, oder ich hole mir deinen. Wie schon gesagt, ich werde hier nicht sterben. Und sie auch nicht. Wir werden es sehen. Ja! Es ist schade, dass wir ihn jetzt killen müssen. Weil der Sprecher von ihm hier ist halt Mario Caprilis. Hast du vergessen, wer dich von der Front geholt hat, dich trainiert hat? Einem nicht wie dir einen Namen gab. Du sprichst, als trügen wir nicht das gleiche Brandmal. Ich hatte einen Namen. Den habe ich nicht vergessen. Willst du dich also weiter an deine Vergangenheit klammern? Dann sollst du sterben. Und das hättest du vor 13 Jahren schon. Du bist ein Nichts, ein Niemand. Du wirst mich niemals besiegen. Du bist erledigt. Du mieser Verräter. Stufe erhöht. Stufe 11, Leute. Rest in peace, Tiamat. Heilige Scheiße. Na, wer ist denn da? Ach, die wieder. Ugo, Schatz. Ein stolzer Wüstenlöwe. Hättest wohl doch auf den Hasen Acht geben sollen. Ich
hatte mir mehr von Titan erwartet. Dem Eissturm hast du getrotzt. Allerdings. Musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich erobern willst. Milady, es donnert. Und ich fürchte nicht zum letzten Mal. Nicht wahr, du verfluchte Schlange, Sid? Macht euch bereit. Wir haben zu tun. Jill, bist das wirklich du? Und wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist? Der Große hat dir gerade dein Leben gerettet, weißt du? Torgal. Hä? Sein Name ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Witzig. Hätte gedacht, du wärst eher der Chocobo-Typ. Clive Rossfield. Komm schon. Für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten habe ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Keine Sorge. Bin nicht wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen habe ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Eine Zweitmeinung kann aber nicht schaden. Pack sie drauf. Kein Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher. Ist schon gut. Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Sid, wenn wir zu spät kommen, schimpft Charon mit uns. Ich werde dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. Dann gehen wir mal zum Versteck. Zentralstürm oder Stürm oder totes Land. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt.
hereinspaziert. Das Versteck, zentrales Sturm. Der Sturm. Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hatte gehofft, dass du sie dir mal anguckst. Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Ein neuer Eckstein. Gut, da gehen wir ihm mal hinterher. Ich denke, wir haben dann später noch genügend Zeit zum Umschauen. Ich arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus totzustechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers.
Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier in Ruhe weiter. Und ich hoffe, euch hat die Folge, wie gesagt, gefallen. Und wenn es der Fall gewesen sein sollte, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen und vielleicht doch ein Abo. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal hier zu Final Fantasy 16.